Fußballunterhaltung. PES 2017 ist wieder am Start, ist wieder live. Heute geht's in die Rückrunde. Heute spielen wir mit links im Bild Inter Mailand, letztens im Stream gewünscht. Ja, der letzte Stream mit PSG war alles andere als erfolgreich, muss man mal ganz klar so ansagen. Und jetzt geht's eigentlich nur darum, die Klasse zu halten hier in Division 6. Mittlerweile wieder ein bisschen abgekackt, muss man dazu sagen. War nicht sonderlich erfolgreich. Und Inter Mailand war gewünscht. Die haben eine Form von B. Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist dann bei der entsprechenden Form auch die Chance, die Truppe mal zu testen, ob die wirklich so gut ist. Und ist jetzt mein, glaube ich, allererstes Mal mit internationale Mailand. So, jetzt ist halt die Frage, ne? Ja, wen nehme ich vorne? Also wie immer seid ihr herzlich eingeladen, hier die entsprechenden Tipps zu liefern. Wer wo spielen soll, ne? Wer ist mein Achter? Joao Mario scheint ganz gut. Wer ist mein Verbrecher im defensiven Mittelfeld? Kein wirklicher da. Aber gucken wir erstmal auf die Tribüne. So viel Zeit habe ich leider auch nicht mehr. Brozovic kann ich nachschieben hier für Gagliardini. Mhm. Wer kann am besten ZDM spielen in der Truppe? Na, die nehmen sich nicht viel. Da macht das der Kondogbia. Ich glaube, der ist vom AS Monaco gekommen. Da erinnere ich mich noch dran. So, jetzt brauche ich noch einen Innenverteidiger. Ich spiele wie immer 3-5-2. Also zumindest ist das der Start. Beim PSG-Stream haben wir ja letztens gesehen, wie flexibel ich dann auf eure Tipps reagieren kann. Jetzt muss ich noch schnell überspeichern. Oh, gerade noch geklappt. Die Trikots waren okay. So ein bisschen dunkel gegen so ein bisschen hell. Es geht zu Beginn gegen den FC Porto. Auch keine Laufkundschaft. Und dann haben wir auch, der Gegner war der JP Footy, also Leute, die öfter in meinen Stream reinschauen, die wissen oder haben den Namen schon mal gehört, gegen den habe ich schon öfter spielen müssen. Ist kein schlechter, hat mir auch schon so den ein oder anderen Stream oder die ein oder andere Saison ein Stück weit ruiniert, wenn man so möchte. Eben durch seine Siege oder durchs nicht besiegen lassen. So, raus geht's, erstes Spiel im Stream, wer auch immer jetzt schon da ist. Freut mich außerordentlich. Lange kein PES mehr gehabt. Erstes Spiel ist ein Heimspiel im Giuseppe Meazza Stadion. Erste Lücke, Martins. Legt das Ding schön rüber. Erste Chance nach Schuss. 1-0. Ich wollte schon sagen, an Außenpfosten, aber der ist drin. Perisic. Absoluter Auftakt nach Maß, Freunde. Schön freigelaufen, Porto noch recht unsortiert, in den Rücken der Abwehr, Casillas ist erst da, aber dann kann er nichts mehr machen. Der Ex-Wolfsburger, der Ex-Dortmunder, Ivan Perisic mit dem 1-0, nächster Schnitzer, Martins, Inter wirbelt kräftig hier in den Anfangsminuten. Versuchen die portugiesischen Gäste sofort unter Druck zu setzen, sofort zu beeindrucken. Wunderbar. Ja, da oben ist jetzt ganz viel Platz. Gut eingerückt von Candreva. Oh. Jetzt nicht sofort das Momentum verlieren durch eigene Dummheit. João Mario, Spielgestalter, Achter quasi. Philippe wird da ordentlich gepresst. Ui, fehlt eine Fußspitze. Aber Porto befreit sich da gut. Verzockt dann allerdings die Schaltmöglichkeit. Da war deutlich mehr drin in der Szene. Unten ist ganz viel Platz auf rechts. Icardi. Oh, Missverständnis mit Perisic. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Und jetzt hat Porto auf einmal ein bisschen Raum da am 16er. Aber gut zugelaufen und Handanovic klärt das auf Nummer sicher. Langer Schlag, gut gemacht. Porto jetzt ein bisschen griffiger im Mittelfeld. Wieder wird Perisic gesucht. Der denkt äußerst offensiv, der Kollege. Und auf links verlagert. Platz ist da, Candreva. Schön jetzt im Doppelpass mit Icardi. Ja, beschleunigt vorbei. Da sieht Pereira nicht gut aus. Die Flanke kommt gut. Perisic macht den scharf. Durch sein gewonnenes Kopfballduell. Ah, der Buttonboy ist da. Einen schönen guten Tag. Schön, dass du reinschaust. Nein.
Schlampig gespielt. Jetzt kann Porto mal schalten. Ja, ganz viel Platz auf rechts. Aber auch gut zugearbeitet. Wieder von Candreva. Ja, das Ding schön verlagern. Jawohl, da ist Perisic wieder ganz frei. Kann man ein bisschen Meter machen. Keine Anspielstation da. Da müssen wir uns eine schaffen. Schön gelöst. Perisic. Wieder in den Rücken spielen. Martins kommt nicht in den Abschluss. Und dann riskant gelöst mit Rückpass am Fünfer zu Casillas. Aber ist gut gegangen. Und jetzt hat Porto ein bisschen Raum. Ja, schön ins Zentrum gelupft. Irrwitziger Schuss dann geblockt. Aber die Szene bleibt heiß. Flanke aber ins Niemandsland. Jetzt kann Inter das Ding wieder scharf machen. Nein. Schlecht geschaltet. Spiel bleibt rassig. Gute Möglichkeit jetzt. Jetzt sind sie schon im 16er drin. Medel. Zieht das Foul im eigenen 16er. Löst die Situation so. Geschickt. Abstoß. Gefühlter Abstoß von Handanovic auf Perisic. Jawohl. Sehr gut gelöst vom Kroaten. Porto macht die Räume gut dicht jetzt. Inter versucht spielerisch zu lösen. Und verzockt. Ja, dieser Anfangselan, bisschen verpufft. Beide Mannschaften jetzt stabiler in der Raumaufteilung. Candreva zieht in den 16er, wird gestoppt. Und dann wird sofort geschaltet. In dem Fall jetzt sehr ungenau. Ja, und plötzlich hast du 4 auf 3, wenn es schnell geht. Ja, ein bisschen Ping-Pong. Die erste Großchance für die Portugiesen. Handanovic zum ersten, zum zweiten. Szene bleibt heiß. Und am Ende bereinigt. Fuß dazwischen wichtig. Jetzt vielleicht sogar mal die Möglichkeit, das Ding selbst schnell zu machen. Ja, Hüfte raus. Hat geklappt. Und Porto bleibt am Drücker. Schalten jetzt schneller. Die Ungenauigkeiten können weh tun bei Inter. Boah. Handanovic mit einer Parade. Und dann liegt der Ball für meinen Geschmack zu lang im Fünfer brach. Aber am Ende kein Tor. Rassiges Spiel. 40 virtuelle Minuten rum hier im Giuseppe Meazza Stadion. Inter führt. Nicht unverdient. Aber Porto kommt mehr und mehr ins Spiel. Jetzt vielleicht aber mal, da ist doch die Lücke, keiner stößt rein. Eva Banega zu spät gestartet. Langer Abschlag, Medel kommt da erst recht nicht ins Kopfballduell mit dem Schritt zu spät. Jetzt mal schnell schalten, jawohl, wie beim 1-0 ist auf einmal Platz auf links. Martins. Die Flanke kommt gut an den Fünfer, Perisic 2-0. Psychologisch wichtiger Zeitpunkt. Porto kam mehr und mehr ins Spiel, besser ins Spiel, übernahm die Kontrolle und der vielleicht letzte Konter der ersten Halbzeit bringt das 2-0 für Internationale. Doppelpack, Ivan Perisic, früh und spät in der ersten Halbzeit getroffen, wundervoll. Genau zum richtigen Zeitpunkt das 2-0 gemacht. Das sieht doch gut aus hier. Porto muss was tun. Wahrscheinlich jetzt früh was tun in der zweiten Halbzeit. Werden entsprechend anrennen. Aber für den Moment eine sehr, sehr gute Ausgangsposition hier. Das erste Spiel des Streams entsprechend positiv zu gestalten. Wie eben gesagt, der letzte Stream mit Paris Saint-Germain war gruselig. Oh, Buttertor. Frühes Anschlusstor. Und Porto ist wieder in der Verlosung. Keine 5 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Porto zeigt, dass sie sich hier beileibe noch nicht aufgegeben haben. Haben wir zu viel gefeiert. Schade. Nein, Perisic. In die falsche Richtung gedrückt. Ja, da muss jetzt mehr kommen von Porto, klar. Das sollte Räume geben. Candreva. Flanke kommt an den Elfmeterpunkt, findet keinen.
Abnehmer, Perisic. Ja, dribbelstark, der Kroate. Jetzt das Ding durchstecken. Ja, klappt nicht so ganz. Gibt den Ball aber nicht verloren. Gut nachgepresst. Kandreva. Ja, es bleibt eng. Es bleibt teils auch verfahren. Oh, Kandreva versucht da raus zu beschleunigen. Schafft er nicht. Gut gelöst. João Mario zieht das Foul. Gute 28 Meter vor dem Tor, aber da kann man noch mal was draus machen. Herrera kriegt dafür gelb, ne? Vielleicht ein bisschen zu kleinlich. Und jetzt ist Platz für Murillo auf links. Na, sucht er die freie Außenbahn, sucht er. Jetzt muss die Flanke aber auch kommen, wird geblockt. Oh, dann kriegt er den Ball noch gegen das Schienbein. Einwurf für den FC Porto. Und der Befreiungsschlag ist nichts, gut gegengepresst. Oh. Jetzt mal Platz auf rechts vielleicht. Nein, Medel wird gut attackiert. Und jetzt kann der FC Porto schalten. Aber João Miranda lässt sich da nicht überspielen. War auch wichtig. Im Rücken war nämlich keiner mehr da. Oh, unsauber. Die Dinger bringen immer wieder Unruhe in den Verbund. Aber jetzt vielleicht mal selber die Möglichkeit, gegenzuschalten. Kandreva, wieder unsauber. Aber gut gepresst von Icardi, dem Kapitän. Gut gepresst. Jetzt das Ding irgendwie mal durchstecken. Ja, der entscheidende Pass fehlt noch. Und dann Abseits für Perisic. Nicht nur aufgrund der zwei Tore hier heute. Aktivposten der Nerazzurri. Kopfball holen, immer wichtig. Keine zweiten Bälle zulassen. Oh, und Perisic startet wieder. Nein. In dem Fall kommt er nicht an den Ball. Aber jetzt ist die Lücke für Martins. Ja, direkt den Abschluss suchen. Hatten wir bisher wenige in der zweiten Halbzeit. Porto mit dem Anschlusstor und seither beide Mannschaften wieder hellwach im Neutralisieren. Jetzt vielleicht mal Platz auf rechts. Jesus Corona, Flanke wird geblockt, wird da durch, aber er ist richtig unangenehm. Szene bleibt heiß, Doppelpack Handanovic gegen André Silva. Hui. Porto bleibt gefährlich. 70 Minuten rum hier im San Siro. Ecke wird fürs Erste geklärt, bleibt aber heiß. Wollen wieder rausspielen, aber zu ungenau. Einwurf Inter. Warmer Applaus von den Rängen, der ist dringend nötig. Und jetzt vielleicht mal auf die Bank schauen. Was haben wir denn da? Ach du Schande, ich habe mit João Mario einen eingewechselt, der Pfeil nach unten hat. Da müssen wir wechseln, da müssen wir reagieren. Kommt Brozovic. Und ansonsten sind die üblichen Verdächtigen müde. Außenbahnspieler. Ja. Biabiani. Jeder kennt ihn als einen der schnellsten Spieler. Immer unangenehm auf den Flügeln, aber jetzt vielleicht für die Konter genau das, was ich brauche. Und Palacio oder Gabriel. Bringen wir mal Gabriel. Ich glaube, der ist in der Winterpause neu gekommen. Ist ja auch ein PES-Ambassador. Als weiteren schnellen Spieler vorne rein für die Konter. Und so müsste es doch klappen. Ja, Barca PSG habe ich gesehen. Ich traute meinen Auge nicht. Ich glaube, jeder hat das gesehen, ne? Also von daher, an dem Spiel kam man jetzt letzte Woche, vor allen Dingen im Social Media, ja kaum vorbei. Wechsel gehen vonstatten. Platz auf rechts. Icardi macht die Meter. Ja, schöne Kombination. Das ist der neue Mann, Gabriel. Nicht Sigmar, nein. Einfach nur Gabriel. Uiuiui. Wunderschön herausgespielt. Das Ding muss eigentlich fallen. Großchance für den eingewechselten Brasilianer. Da ist er wieder. Gut antizipiert. Ja, schlecht verteidigt. Aber dann lassen sie sich nicht ausspielen. Wichtig in der Szene, dass da kein großes Loch in die Dreierkette gerissen wird. Unsauberer Ball in die Spitze beim FC Porto. Jetzt vielleicht die Chance, da oben mal steil zu gehen über Perisic. Oh, Kongobia wird da hart attackiert, aber das dürfte noch fair gewesen sein.
Guter Seitenwechsel kommt an. Da ist Biabiani. Ja, jetzt muss der. Oh, jetzt muss er das Angebot doch zu Ende laufen, der schnelle Mann. Und jetzt bleibt Inter dran. Inter bleibt dran. Gutes Gegenpressing. Intelligent das Spiel verlagern, Lücken suchen. Foul, Foul, Foul. Jawohl, Linienrichter zeigt es da oben an. Sehr gut. Gelbe Karte für Alex Tejes. Wo sind wir denn jetzt? Ja. Wir haben den richtigen Spieler. Ach komm. So, da sind wir. Icardi will ihn in den Fuß haben. Kriegt er auch. Und dann schöner Steilpass. Banega legt den vorbei. Nächste große Chance. Oh, Junge, Junge, Junge. Jetzt schon zwei Großchancen, das Spiel jetzt zu entscheiden. Nicht, dass sich das noch rächt. Ja. Schwung aus dem Angriff nehmen mit einem harten Tackling. Dürfte gelb geben. Joao Miranda, der Innenverteidiger. Was macht der FC Porto aus der Standardsituation? Versucht das Ding tief zu lupfen. Findet keinen Abnehmer. Bitte wenigstens Abschluss. Na? Es gibt Ecke. Guter Einsatz da. Nicht, dass das teuer wird. Na, wollen sie kurz ausführen. Inter riecht den Braten sehr aufmerksam. Sehr aufmerksam, dann aber wiederum nicht am Fünfer. Ui. Porto will's wissen. Jetzt geht's gleich in die Nachspielzeit. Oh, Perisic startet wieder, kriegt den auch serviert. Ja, setzt sich da gut durch. Icardi, heute eher blass. Viel gearbeitet, wenig Torchancen kreiert. Langer Hafer, nochmal gewonnen, das Kopfballduell. Oben werden plus 4 angezeigt, davon sind 2 schon weg. Ja, nochmal langer Hafer. Kein Risiko mehr. Jetzt sind wir doch drüber. Und dann war's das. 2-1 Heimsieg für Internationale zum Start. Ja, wenn Leverkusen in Madrid 4-1 gewinnt, dann alle Achtung. Kann ich der Truppe gerade ehrlich gesagt nicht zutrauen. Aber wäre auf jeden Fall schön für die Viertelfinalauslosung aus deutscher Sicht. 2-1 zum Start des Streams, Freunde. Wichtig. Werden wir gleich auch nochmal sehen im Hinblick auf die Tabelle. Da muss heute einiges passieren. So viele Punkte bringt Inter Mailand übrigens auch nicht. Also mit PSG hatte ich ja irgendwie was unter 400. Mit Inter Mailand kriegt man knapp über 400. Das nimmt sich nicht so viel. Also ich habe wieder eine Top-Truppe. Ja, und da sehen wir es. Ich brauche noch knapp 700 oder 650 Punkte. Das sind anderthalb Siege mit Internationale. Das sollte möglich sein. Ganz verwegen Richtung Aufstieg gucken wir nicht mehr. Das sind zu viele Punkte. Und die kriegt man mit Inter Mailand ja eh nicht geholt. Ne? Heute gilt es eher, zurück in die Spur zu finden. So, ihr hört mich tippeln. Wie immer möchten die Leute da draußen hoffentlich informiert werden, dass ich streame. Und wie immer seid ihr auch aufgerufen zu kommentieren, zu abonnieren, zu liken etc. Ihr kennt das. Ach, Atletico gewinnt 4-1. Ja gut, dann da bist du nicht so weit weg mit deinem Tipp, glaube ich. Das kann sehr gut passieren. Wenn dann frühe Tore fallen für Atletico, dann lässt sich Bayer wahrscheinlich auch gehen, weil das Ding entschieden ist etc. pp. Ne? Von daher. Da kriegst du, glaube ich, auch keine hohe Quote im Wettbüro drauf.
So, und wie immer natürlich die große Hoffnung, hey, bitte finde mir schnell Gegner. Immer ja der kleine Hinkefuß bei PES 2017 mit Full Manual, dass man nicht so viele Gegner findet, die das ebenso spielen. Gibt's das Rückspiel? Nein, es gibt einen neuen Gegner. Skip Original. 500 Ratingpunkte ist nicht ganz so verkehrt. Das passt wunderbar. Welche Truppe bringt er denn mit? Den FC Schalke. Hallöchen. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht so häufig im Stream. Sei es von mir gespielt, glaube ich, noch gar nicht. Und als Gegner auch noch sehr selten. Wunderschön, das ist gut. Klassiker aus dem UEFA Cup von vor ein paar hundert Jahren. Pfeile sind okay. Stadion, Ball Leipzig, Trikots dunkel gegen etwas heller. Ich könnte mich sofort mit einem Spielstand anfreunden. Wunderbar. So, zweites Spiel, Freunde. Erstes Spiel, wer sich jetzt erst einschaltet. Erstes Spiel siegreich. 2-1 gegen den FC Porto. Guter Auftakt in den Stream. Zweites Spiel wieder zu Hause übrigens. Doppelpack an Heimspielen. Den Genuss haben wir auch selten. Und der FC Schalke, wenn ich das recht sehe, ja, kommt mit der geballten Offensivleistung daher. Mbolo, Konoplyanka, Bentaleb. Okay, jetzt ist Uchida reingerutscht. Holger Badstuber kriegt das Startelf-Mandat. Also, schauen wir mal. Aber auch schön zu sehen, dass da neben dem JP Futi, den ich jetzt im ersten Spiel hatte, jetzt auch mal wieder ein neuer Name auftaucht. Gibt so ein bisschen Anlass zur Hoffnung, dass wir hier vielleicht auch ein paar mehr Spieler in der Full Manual Community begrüßen dürfen. Vielleicht so ein bisschen der Hintergrund für den einen oder anderen. Ich habe das PES 2017 Tagebuch mit MyClub begonnen. Ja, die ersten Streams richtig grandios, die ersten Saisons richtig grandios, viele Gegner schnell gefunden. Und dann nahm das Stück für Stück ab und irgendwann hat man dann wirklich eine halbe Stunde einen Gegner gesucht und auch keinen gefunden am Ende. Also wirklich verschwendete Zeit. Deswegen auf Online Divisions umgestiegen. Die sind da ein bisschen weniger nervig, aber auch hier hat man manchmal Suchzeiten von bis zu 15 Minuten, was natürlich auch besonders im Stream für euch als Zuschauer sehr nervig ist. Also umso besser, wenn man da ein paar neue Leute begrüßen kann. Wieder Giuseppe Meazza Stadion, hoffentlich wieder mit einem Blitzstart. Jawohl, Icardi! Ui, da fehlt ein Schritt. Fährmann aufmerksam. Dann wiederum aber grob fahrlässig und zu hektisch auf dem Pad. Oh Mann. Da war ich zu früh auf dem Pressing-Knopf und knüppel den Ball ins Nichts. Langer Hafer, da muss João Miranda ins Kopfballduell. Direkt mal die Abwehrreihe vorschieben. Die ersten Minuten den Gegner beeindrucken, pressen. Kolasinac, ja, Embolo schleicht da rechts draußen weg. Aber klares Abseits in der Szene. Ja, direkt die Linie lang. Da wartet ja nur einer. Genau, Candreva. Schön um den Gegner rumgedreht. Jetzt vielleicht mal ein klarer Ball. Nein. Max Meyer blockt das Ding. Ja, schön rübergelegt. Kommt die erste freie Flanke. Kommt. Icardi verliert den Kopfball. Aus dem Rückraum aber vielleicht wieder. Füße reinhalten. Nein. Schalke kann sich befreien, aber unsauber. Medel, der Chilene, holt den Ball. Aufbau über den linken Flügel. Jetzt. Nein, zu ungenau. Sehr eng das Ganze. Boah. Hinterpresst. Schalke versucht spielerisch zu lösen. Geht einigermaßen. Ja, gut befreit. Spielerische Lösung ist da. Spielerische Lösungen sind sehr viele da. Sehr gut gemacht. Nur der letzte Pass fehlt. Aber Inter unsauber.
Oh, schade. Eva Banega wird da leicht gerempelt. Naja, kann man pfeifen. Und das Ding neu aufbauen. Perisic nimmt Medel mit. Ja, beide Mannschaften bisher mit gepflegtem Fußball. Okay, ich vielleicht weniger. Und dann ist auf einmal Platz unten für Perisic. Na, der Ball kommt nicht genau in die Nahtstelle. Embolo läuft da die Lücke zu. Sehr diszipliniert das ganze Defensivverhalten des FC Schalke bis hierhin. Neutralisieren im Mittelfeld. Boah. Mühsam, Freunde. Ganz mühsam. Aber nicht ungeduldig werden an der Stelle. Und mit schönen Diagonalbällen mal die Lücke auftun. Oh, Perisic, wo rennt er denn dahin? Da kann Icardi auch nicht viel machen. Und Konopianka mal den Sprint angezogen, aber am Ende auch eher zu ungenau. Wieder faul. Hey! Wird zuerst der Körper gerempelt und dann der Ball gespielt. Wird nicht gepfiffen. Jetzt aber mal Platz auf links, Mertens. Schöner Übersteiger, das Ding kommt gut. Perisic bei solchen Situationen immer im 16er drin, aus dem Rückraum. Holt ihn sich Fährmann, glaube ich, spät. Erste Unsicherheit beim Schalker Keeper. Szene bleibt heiß, Martins wieder. Und jetzt mal Icardi. Oh, gar nicht so verkehrt. Wow. Erste Abschlussbemühungen im Spiel bei den Gastgebern, bei Internationale. Oh, Goretzka auf links. Flanke kommt. Zu nah vors Tor. Leichte Beute für Handanovic. Direkt den Ball schnell nach vorne zu spielen versucht. Anspiel an den 16er, aber wieder zu ungenau. Eröffnungspass auch. Ja, Schalke bleibt giftig. Inter lässt die Ordnung vermissen. Abschluss geblockt. Ecke. Die tritt Bentaleb, der Algerier. Lässt sich Zeit, das Ding segelt genau auf den Elfmeterpunkt. Oh, Gerangel. Am Ende Befreiungsschlag, alles gut. Langer Hafer. Oh, liegen so quer in der Luft. Schiedsrichter lässt das aber laufen. Szene bleibt weiter heiß. Bentaleb hat die Ruhe. Und spielt dann auch einen unsauberen Pass, aber gut nachgepresst. Inter kann sich nur schwer befreien, vor allen Dingen nicht kontrolliert, hat jetzt aber die Chance da auf rechts Perisic durchzustecken, hat sie immer noch, jetzt irgendwie haben wir es geschafft, Perisic wieder, Fuß dazwischen, Schalke bleibt da, wach und giftig, lässt nicht zu, nein, wieder unsauber, Chancen ergeben sich für beide Teams, jetzt vielleicht mal Banega Abschluss, unter Bedrängnis, verzogen. Schönen guten Tag, Mark Holmes, jawohl. Gegner finden sich in den letzten Tagen eigentlich genügend. Das passt soweit. Es wird gefühlt sogar besser. Jetzt wieder mal schönes Anspiel, die Spitze. Martins mit dem Abschluss, genau auf Fährmann. Der kann das Ding im Nachfassen sicher greifen. Und dann geht es mit einem 0:0 in die Pause. Mehr Abschlüsse bei Inter. Aber ansonsten würde ich behaupten, eine sehr, sehr ausgeglichene Partie hier an der Stelle. Auf Augenhöhe.
Ja, muss auf jeden Fall mehr Genauigkeit im Spiel nach vorne hergeholt werden. Bei beiden Teams natürlich, damit wir hier noch Tore sehen. Zweite Halbzeit, Schalke von links nach rechts. Ja, Fährmann wohl auch angehalten. Fußball zu spielen in der Eröffnung, um den Ball nicht so schnell herzuschenken. Birgt natürlich das Risiko. Nicht ungeduldig werden. Muss ich mir, glaube ich, selber am meisten vorsagen. Da würde man am liebsten nach vorne sprinten und pressen. Jawohl, das bringt natürlich dann Räume. Embolo. Läuft Murillo da weg. Flanke zu nah vors Tor. Kein Problem für Handanovic. Der versucht, den Ball wieder schnell zu machen. Genau hinten. Rechts in die Nahtstelle, wo eigentlich Perisic lauern sollte. Da ist er. Da ist Ivan Perisic. Anspiel wird geblockt. Ja, Schalke spielt sehr geduldig. Schalke spielt das sehr geduldig. Max Meyer will durchstecken mit ein bisschen Glück. Ist Handanovic da? Oh, wirft er seinen Mitspieler an. Was ein Unsinn! Zu viel Tiki-Taka im eigenen 16er ist dann auch wieder nicht gut. Jetzt mal Platz. Perisic. Ja, braucht zu lange. Muss das schnelle Umschalten abbrechen. Oh, Lücke ist da. Na, es bleibt zerfahren. Es bleibt mühselig. Keiner kommt wirklich in Abschlusssituationen. Embolo jetzt auf rechts mal Platz. Flanke kommt. Boah, riskantes Rückspiel da. Aber Handanovic passt auf. Und jetzt kann Inter Mailand mal schnell schalten. Perisic gegen Geis. Und am Ende ist ein Ball wieder ungenau und das Tempo ist raus. Oh, da passt João Mario nicht auf. Bentaleb kann das Ding aufnehmen. Banega verliert den Zweikampf. Jetzt mal ein Seitenwechsel von Candreva. Der kommt gut. Jawohl, Perisic im Zusammenspiel mit Icardi. Lösen sie gut. Bart Stuber ist in dem Verfolgungsmodus. Die Flanke kommt nah auf Fährmann. Der greift sicher zu. Wieder kein Torabschluss. Bleibt eine zähe Angelegenheit hier in der zweiten Halbzeit. Ja, hoher Steilpass in der Situation unnötig. Gut reingepresst von Martins. Jetzt mal tief auf Candreva. Höwedes verzockt es. Oh, das ist der Rückpass zu ungenau. Szene läuft aber heiß. Kongobia. Fährmann ist da. Und Ecke für Inter. Endlich mal eine Offensivszene, eine spannende Szene, eine Strafraumszene. Ah, ich glaube, da gucke ich auch mal ins Aufstellungsmenü. Ja, da sind die üblichen Verdächtigen. Ich sage es immer wieder gerne. Müde. Biabiani kommt. Ich glaube, das wird so ein Go-To-Move bei mir. Gabriel fällt nach oben sehr gerne. Und Joao Mario Pfeil so ein bisschen nach unten, Brozovic komplett nach oben, den Wechsel. Ja, genau die drei Wechsel, die ich eben vollzogen habe. Das passt hier an der Stelle. Ah, Stimmung ist gut im San Siro. Die Fans glauben noch an den Heimsieg. Markus Weinziel bastelt da an seiner Aufstellung. Jetzt geht es endlich weiter. Der Ball ist freigegeben. Kurze Ecke angedeutet, aber nicht gespielt. Nee, was bin ich clever. Ball wieder rausgespielt. Und Gobia versucht das Ding reinzuchippen. Eher blind. Kontermöglichkeit. Wer schaltet besser? Schalke schaltet in jedem Fall nicht genau genug. Szene vorbei. Oh, jetzt vielleicht mal über links. Die beiden Neuen, Gabriel und Brozovic im Zusammenspiel. Ja.
Schalke lässt nicht davon ab, hier Fußball spielen zu wollen. Sollte Inter noch mal gebacken bekommen, dagegen zu pressen dann aus ungenauen Zuspielen. Embolo jetzt auf links gewechselt. Oh, wichtiger Zweikampf. Es bleibt eng im Mittelfeld, aber jetzt kann sich Biabiani mal freistehlen auf links. Es muss die Flanke kommen, die kommt. Perisic holt sie nicht. Vielleicht jetzt mal der Abschluss. Gabriel geblockt. Inter bleibt aber bissig. Biabiani geblockt. Jetzt aber die Abschlusschance wieder nicht. Gabriel wieder nicht. Eva Banega schießt Gabriel an. Was ein Tohuwabohu im 16er. Szene bleibt heiß. Gabriel wieder ungenau. Max Meyer gepresst. Befreit. Nur so halbgar. Szene bleibt heiß. Inter will's wissen. Jetzt mal oben steil gespielt. Perisic geblockt. Nochmal nachgespielt. Perisic gut den Körper rein. Flanke kommt auf den zweiten Pfosten. Kommt nicht zum Kopfball. Gabriel macht nochmal scharf. Oh. Und Schalke wieder spielerisch. Kein langer Abschlag von Fährmann. Klares System zu erkennen. Klare Absprachen zu erkennen. Und so ergaunert man sich ein 0:0. Schönen guten Tag, Super Monkey. Den ersten Sieg hast du verpasst, aber pünktlich zum gurkigen 0:0 bist du da. Freut mich außerordentlich. Zähe Angelegenheit, mehr Schüsse bei Inter, aber am Ende 0:0. Was will ich mir davon also kaufen? Ja, wenigstens einen Punkt. Wenn du es so möchtest, ja. So möchte ich es aber nicht. Das ist zu wenig. Wobei wir heute ein sehr moderates Ziel haben, nämlich Klassenerhalt nach dem gurkigen letzten Stream mit PSG. Einige Leute, die ich hier im Stream jetzt lese, waren live dabei, haben es mitbekommen, wissen, wie gurkig es wirklich war. Und jetzt sind wir mit Inter Mailand unterwegs. Nicht viel schlechter die Truppe am Ende des Tages. Aber okay, ein Sieg beziehungsweise mehr brauchen wir sogar, wie ich gerade gesehen habe. Also ein Sieg und mindestens ein Unentschieden müssen heute noch fallen für den Klassenerhalt. Drei Spiele haben wir noch Zeit. Es bleibt sportlich, es bleibt herausfordernd. Und vor diesem Hintergrund kann man ja sagen, nee, war zu wenig jetzt. Dieses 0:0 gegen ein biederes Schalke. Aber über allem steht natürlich die Hoffnung, immer wieder schnell einen Gegner zu finden. Und es wird getan, es wird Ah, der Mahomes ist in der Verlosung. Lang, lang ist her, dass der geschätzte Kollege hier mal im Stream als Gegner aufgetaucht ist. Viele enge Duelle. Nicht wenige Niederlagen gehabt. Jawohl, jetzt bin ich gespannt. Mit dem Ballverein Borussia 09 Dortmund. Keine schlechte Truppe. Bin ich mal gespannt. So, bei mir sind die Pfeile okay. Das könnte man noch umstellen, genau. Wer ist unser Konterstürmer? Das habe ich noch gar nicht ausgesucht heute. Ah, deswegen ist der Perisic immer vorne und lungert. Das lassen wir so. Hat sich bisher bewahrheitet. Ne, bewahrheitet nicht, bezahlt gemacht. So, Trikots, da möchte ich mal was anderes sehen. Genau. Die Borussia in schwarz gegen Internationale in weiß. Das kann man bis auseinanderhalten. Ja, auch mein Kater ist total begeistert. Ja, ich weiß, ist alles dramatisch. Ja, was denn? Wird ein schweres Spiel, ne? Ne? Ja. Kater stimmt mir zu. Kombination Mahomes und Ballverein 09 Borussia Dortmund. Das kann nur eng werden. Es geht raus auf den Rasen. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich sag's immer wieder. Alleine streamen wäre langweilig. Von daher, schön, dass ihr reinschaltet, eure Zeit opfert, um dieses Spiel hier im strömenden Regen von Dortmund zu sehen. Signal Iduna Park, jawohl, gutes Spiel, Mahomes, auch dir. Wenig Erfolg, viel Spaß. Wunderschön hier, die Borussia. Premium-Partner von Konami, von PES 2017. Originalgesichter, Originaltrikots, geiles Stadion. Nur das Wetter spielt nicht mit, zumindest virtuell. Auf geht's.
rechte Seite. Erster Versuch mit Perisic gegen seine Ex-Kollegen. Jawohl, durchzubrechen. Aubameyang macht es da direkt besser. Erste Szene, erste Großchance. Für die Borussia abgefälscht. Castro da. Handanovic zum zweiten Mal im Mittelpunkt. Ui. Ja, geht sofort sauber los. Was die Gastgeber hier spielen. Icardi geblockt. Banega kartet nach. Sehr gut. Nein, von der Taste gerutscht. Wie blöd. Nächste Szene. Wieder Aubameyang gesucht. Vielleicht der schnellste Spieler im Spiel. Das wissen Spielerwerte Füchse besser. Oh, direkt schönes Zusammenspiel. Direkt durchgesteckt. Bleibt im Regen der Ball liegen eher. Ja. Dortmund druckvoll. Er wird sofort gegengeschaltet. Bei schlecht verarbeiteten Pässen. Das war ja so ein bisschen mein Problem. Die letzten Spiele. Die Genauigkeit. Dortmund aber jetzt mal offen. Icardi. Na, da sind wir wieder bei Ungenauigkeit. Da war mehr drin in der Szene. Dortmund presst wild. Und genau dann muss die Genauigkeit stimmen. Um nicht unter Druck zu geraten, um Lücken zu nutzen. Kongobia. Jean-Mario. Kandreva. Na, was passiert? Banega. Jetzt mal durchstopfen, aber doch nicht so. Ins Nichts. Verpufft. Ja. Anfeuerungsrufe von der Süd. Das könnte hier ein schönes Champions League Achtelfinale sein. Da muss international aber mal wieder international spielen. Steilpass in den Rücken der Dreierkette. Finden keinen Abnehmer. Hinter unsauber. Noch läuft sich der BVB fest. Aber genug Möglichkeiten zu schalten sind da. Perisic, Icardi. Übliche Kombo. Perisic sucht wieder Icardi. Na, holt er sich durch? Nein. Guerrero hat den Ball, will klären. Wird aber abgelaufen und jetzt gibt es die erste Ecke. Jawohl. Erste Ecke für den Gast aus Italien. Kandreva schlägt sie. Kommt gut an den Elfmeterpunkt. Fürs erste geklärt. Ja, den Ball nochmal rauszulegen versucht, klappt nicht. Und das gibt die erste gelbe des Spiels. Dortmund will das Spiel schnell machen. Vielleicht in der Situation nicht so clever, war zugestellt. Aber auch das Gegenschalten von Inter wieder zu ungenau. In die Arme von Bürki, der hohe Ball. Der schaltet wieder schnell. Also eine Atempause kriegen wir hier nicht. Beide Teams, wie sagt man so schön, spielen modern. Das ist nicht modern, das ist ungenau. Gut durchbeschleunigt. Ball bleibt heiß. Und jetzt mal Platz auf links für Kandreva. Ja, hat er. Icardi läuft's Angebot. Fuß dazwischen, wieder verpufft. Wieder diagonal verlagert. Und wieder ungenau. Ne. So ergibt sich nichts. Jetzt aber mal ganz viel Platz. Banega! Bürki zum ersten Mal gefordert. Hui. Auf einmal eine Riesenlücke da am 16er. Und den kann man auch machen. Ecke Kandreva, wieder ein Elfmeterpunkt. Wieder resultiert nichts daraus. Nächster Ball, wieder hoch reingechippt. Alibi-mäßig. Kontermöglichkeit für die Hausherren. Und wenn einer kontern kann, dann der BVB. Mit sehr schnellen Spielern. Aubameyang versucht sich als Traumpassgeber. Abgefangen. Und wieder schnell in die andere Richtung. Auch hier immer wieder, wenn es schnell geht und wenn es präzise geht, wären Räume da. Aber leichter gesagt als getan. Da wird natürlich auch entsprechend zugelaufen. Gute Raumaufteilung, also defensiv. Beide Mannschaften auf dem Punkt. Nur nach vorne hapert es dann mit der Präzision. Kandreva, jawohl, Schürrle presst gut. Angriff muss abgebrochen werden, zumindest
für einen Haken. Oh, Castro. Noch gibt hier keiner groß nach. In den Zweikämpfen. Kongobia, der war wichtig. Steckt durch. Perisic. Perisic legt nochmal rüber. Das muss es sein. Das ist es. Da wird einmal präzise und schnell geschaltet. Und dann steht es 0:1. Da. Kongobia macht das Tor quasi für seine Kollegen mit diesem wichtigen Ballgewinn, mit dem schönen Steilpass. Und kurz vor der Pause, 41. Spielminute, der Gast führt. Banega, ja, Fuß dazwischen, wichtig. Jetzt vielleicht nochmal eine Chance, jawohl, die Linie lang knüppeln. Icardi, der ist schon müde. Ja, zaubert da ein bisschen, aber brotlos. Und damit gehen wir mit einem 1:0 in die Pause. Wow, wichtig. Ausgeglichenes Spiel. Ich glaube, die Augenhöhe kann man hier gut bemühen. Und wenn ich schon mal ein Tor schieße, lasst mich einmal kurz reingehen. Ah, jetzt habe ich es zu schnell weggedrückt. War schon die zweite Szene. Zeigt ja auch, wie wenig in dem Spiel passiert ist. Da sehen wir es nochmal. Da, ganz wichtiger Ball. Sokratis verliert den Zweikampf gegen Kongobia. Der schaltet sofort. Ich glaube, da wird auch abseits gespielt, zumindest im Zentrum. Und dann ist natürlich Formsache. Rüberlegen, reinstupsen. 1:0. Schönen guten Morgen, Brissel. Bist zu spät. Drittes Spiel schon. Zweite Halbzeit, 1:0 für Internationale, gerade gefallen. Weiter geht's. Im Signal Iduna Park, das dürfte abseits sein, jawohl. Dortmund verteidigt, wie gesagt, sehr offensiv. Ging kurz vor der Pause schief, hier war es wichtig. Icardi kann sich nicht auf den rechten Flügel verziehen. Sven Bender, auch ein Teil der Innenverteidigung beim BVB heute. Langer Hafer. Oh. Und da ist mal Platz. Aubameyang, gute Ballbehandlung, gute Mitnahme. Sofort in den Abschluss rein. Oh. Weg die Murmel. Und vielleicht schalten jetzt. Icardi. Doppelpass mit Perisic vielleicht. Nein, Banega. Wird auch gut bearbeitet, kann sich nicht entfalten. Schürrle. Murillo passt auf. Oh, der war dumm. Oh, Glück gehabt. Uiuiui. Kongobia. Ja, Inter versucht mal ein bisschen Ruhe einzubringen. Das klappt. Das klappt. Jawohl. Nur der letzte Pass fehlt. Martins. Wieder gut angelaufen von Kagawa. Aubameyang könnte weglaufen, wird aber gut zugestellt. Passiert nichts in der Szene. Oh. João Mario. Ja, gefällig. Jetzt sind beide Mannschaften aber soweit konsequent im Mittelfeld. Lassen nichts zu. Jetzt vielleicht mal die Lücke für Banega. Ja, da ist die Lücke. Und dann wieder, ah, oh, dieser hohe Steilpass. Immer so die erste Reaktion. Perisic presst aber gut gegen Bender. Was ein Tor. War eigentlich wieder unsauber gespielt. Aber Ivan Perisic, jetzt schon der Mann des Streams. Dritte Bude für den Kroaten. Hier dieser hohe Steilpass, eigentlich unnötig. Ja, da kann man nicht viel machen. Und Bender dann irgendwie unglücklich im Zweikampf und dann trocken. Keine Chance für Birki. Sonntagsschuss am Sonntag. Hey, das passt doch mal. 2:0. 2:0 für den Gast aus Italien. Das darf man sich jetzt nicht mehr nehmen lassen. Wäre so wichtig für die Kategorie Klassenerhalt. Schön wieder. Kandreva fällt ein bisschen ab auf dem anderen Flügel gegenüber Perisic. Aber das ist ja kein Wunder. Oh, keiner lauert. Perisic. Wieder das Ding scharf gemacht. Birki ist gefordert. Birki ist da. Szene bleibt heiß, weil Kongobia da aufmerksam ist. Aber Aubameyang arbeitet gut. Reus.
Muss sich da ein bisschen Platz ersprinten. Gute Grätsche von Medel. Szene bleibt aber noch heiß. Banega, Handanovic geblockt. Oh, Tovabuhu. Jetzt keinen schnellen Anschuss kriegen. 70 Minuten rum. Oh, ungenau. Wer presst nach? Keiner da. Jean Mario dann aber mehr oder weniger angespielt. Von Sokratis. Ah, gut abgefangen das Ding. Schön. Nein, unsauber. Na, Dortmund muss jetzt nochmal alles nach vorne werfen, nochmal kurbeln. 20 Minuten, nur noch Zeit für die Borussia. Und das gibt natürlich Platz. Kandreva. Flanke kommt. Banega. Icardi setzt sich gut ein. Kommt zum Abschluss. Mauro Icardi. Wow. Ja, fällt bislang nur auf als Arbeiter. Nicht falsch verstehen. Guter Arbeiter. Hier zum ersten Mal richtig im Abschluss. Da wäre seiner Berufsbeschreibung endlich mal nachgegangen. Tore erzielen. So, die üblichen Wechsel. Martins geht. Gabriel kommt nochmal. Kandreva für Biabiani. Joao Mario permanent müde. Kommt wieder Brozovic. Standardwechsel. Kann man jetzt schon festhalten für mich bei Inter. Drei frische Leute. So, was hackt der Mahomes jetzt noch aus? Einmal im Aufstellungsmenü steil gehen. Nochmal alles nach vorne werfen. Kommt ein Emre Mor. Dembélé habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen auf dem Platz. Wäre ja auch noch eine Alternative. Der BVB ja gerade offensiv stark besetzt. Pulisic, ich glaube, der ist bei PES 2017 nicht so gut bewertet, wie es seine aktuelle Form im Real Life gerade hergibt. Aber zwei Tore und noch knappe 20 Minuten zu gehen. Das darf man sich nicht mehr nehmen lassen, seien wir ehrlich. Perisic holt den Kopfball. Wichtig. Gar nicht erst das Offensivfeuer der Borussia schüren lassen. Da ist Biabiani der neue Mann. Wird abgegrätscht. Alles fair. Castro, jetzt kann er schalten. Kongobia verfolgt. Aubameyang. Oh, schöner Doppelpass. Am Ende wieder ein Mailänder Verteidiger dazwischen. Oh, alles oder nichts. Tackling, es dürfte einen Foul geben, jawohl. Unnötig in der Szene. Rüde. Ja, gelb völlig zurecht. Ja, aufgrund des Jugendschutzes müssen wir die Grätsche leider wegdrücken. Hartes Tackling von Minanda. Marco Reus jetzt. Beim Freistoß in die Mauer. Ja, auch das Publikum im Signal Iduna Park hat das Spiel noch nicht abgeschenkt. 79. Minute, Ecke Reus. Die kommt nicht schlecht. Kongobia, Turm in der Schlacht. Auch ein sehr gutes Spiel von ihm. Und jetzt mal ganz viel Platz für Biabiani. Wenn einer wegläuft, dann er. Zumindest auf Seiten Inters. Ganz viel Platz zu laufen. Ja. Bisschen das Tempo rausgenommen aus der Szene. Und schon ist auf einmal kein Mittelfeld mehr da. Und Reus kann Druck machen. Aber dann mutet er seinem Kumpel Pierre-Emerick ein bisschen zu viel zu. Abschlag Handanovic. Na, der mutet seinem Kollegen Perisic zu viel zu. Den kann er nicht kriegen. Ballverlust. Ball verschenkt. Einwurf. Şahin. Passqualität. In so einer Phase natürlich auch ultimativ wichtig. Brozovic, Platz auf links für Biabiani. Kann wieder weglaufen. Gerade eine Marc Bartra, vielleicht nicht der schnellste am Platz. Bleibt hängen. Trotzdem noch nachgestochert. Biabiani, Flanke in den Rücken von allen. Kein Problem für Bender da zu klären. Reus, Aubameyang. Ja, Missverständnis, Ball ist wieder weg. Und jetzt gehen wir schon in die Nachspielzeit. Spätestens jetzt kann man sich schon mal vorfreuen. Das muss doch reichen. Perisic wieder gut. Mehr als nur Torjäger heute. Und jetzt nochmal Platz für Biabiani da am Rücken von Rafael Guerrero. Frei zu mogeln. Jetzt nochmal den Abschluss. Aber das war's. 2-0 Sieg im Signal Iduna Park. Den Konter nochmal verwurstet. Aber das Ding nach Hause geholt. Wichtig. Wunderschön.
Good Game Mahomes. Ja, wenn man die Zahlen hier sieht, glaube ich, am Ende auch verdienter Sieg. Und ganz wichtig mit Hinblick auf die Division 6-Tabelle jetzt. Boah. Wichtig, wichtig. Zweiter Sieg im dritten Spiel, jawohl. Also wir sehen, wir orientieren uns ganz klar Richtung Klassenerhalt. Jetzt reicht ein Unentschieden aus den letzten zwei Spielen, um diese gruselige Saison mit PSG begonnen im letzten Stream noch zu einem versöhnlichen Ende zu führen. Na, gucken wir mal auf der Mahomes. Ja, auch gutes Spiel, klar, keine Frage, Kollege. Immer wieder enges Match, immer wieder Freude gegen dich. Und jetzt, wo ich das gerade sage, kann ich mir durchaus vorstellen, dass der Kollege auch sofort auf Gegnersuche geht und wir uns sofort wiedersehen. Zum Rückspiel im San Siro vielleicht. So, ihr hört mich wie immer tippen, klar. Twitter möchte Bescheid wissen, dass wir immer noch live sind. Während PES hoffentlich einen Gegner sucht. PES sucht einen Gegner, jawohl, alles gut. So. Ja, doch, bisher muss ich sagen, Freunde, ein ausgesprochen schöner Stream. Viele Leute dabei. Freut mich, dass ihr euch die Zeit nehmt. Und ja, und erfolgreich und schnelle Gegnersuche, alles dabei. Also von daher, guter Stream heute, guter Stream. So, komm, nicht noch hier letztes, vorletztes Spiel ankacken mit Gegnersuche. Ja, genau das. Muff Holmes sagt, er hat einen anderen Gegner gefunden. Das heißt, es sind schon zwei aus dem Suchtopf. Gibt es noch einen dritten, der gerade Full Manual sucht? Dann machen wir halt eine kleine Frage-Antwort-Stunde an dieser Stelle. Wie sehen eure Pläne denn heute aus, an diesem sonnigen Sonntag? Let's Playmaker Trivia. Vielleicht gehe ich heute in den Zoo. Ja, ersten Sonnenstrahlen müssen entsprechend genutzt werden. Müssen genutzt werden. Und da ist der Gegner gefunden. Aurora Rossa. Unter 400 Ratingpunkte. Ja, der Kollege gewinnt nicht sehr viel. So viel sieht man zumindest an den Ratingpunkten. Ob er schlecht ist, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall wieder ein neuer Name in der Runde. Habe ich eben schon mal gesagt. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht immer gegen die gleichen Namen spielt. So ein paar kennt man, so ein paar Pappenheimer. Und ja, neuer Kollege. Unentschieden gegen Monaco sollte noch mit Inter drin sein. So, und jetzt sehen wir hier bei den Pfeilen. Die beiden Joaos im Team sind schlecht drauf. Jetzt muss ich ja da schon reagieren. Ne? Von mir so eine kleine Faustregel. Pfeil nach unten darf eigentlich nicht spielen. Also, Andrea Auli macht das hier heute im Zentrum. Und Brozovic, ja, der sieht gut aus, darf starten. Ja, da müssen wir halt mal reagieren. Trikots passen auch. Also, auf ins Stade Louis II. Das Duell der Ballermänner. Falcao gegen Icardi. Ich bin sehr gespannt. Oh, und oben rechts gerade eingeblendet. Der 100. Kommentar im Stream. Auch eine schöne Zahl. Immer wieder eine Ehre, wenn ihr euch dazugesellt. Schwimmbad. Jawohl. Die ersten Sonnenstrahlen sofort ins Schwimmbad. Der eine geht ins Zoo, der eine geht ins Schwimmbad. Ich hätte auch nichts dagegen, den Tag durchzustreamen, aber okay. Hast du was dagegen, ne? Hat der Kater was dagegen, scheinbar? Ja. Komm. Wenn alles gut läuft, Mäuske, letztes Spiel, Ja. Ob ich ihn damit überzeugen konnte, weiß ich nicht. Oh, komm, Mahinda. Langes Aufgestelle beim AS Monaco. Inter Mailand steht gefühlt schon auf dem Platz. Dann lasst mich
an dieser Stelle nochmal den Appell richten. Jeder, der noch kein Abo dagelassen hat oder kein Follow oder wie auch immer, herzlich eingeladen, um keinen Stream zu verpassen. PES regiert hier auf dem Kanal, aber PES ist beileibe nicht das einzige Spiel, was ich mal spiele oder streame oder Let's Play, was auch immer. Von daher freut mich eure Anteilnahme, freut mich eure Abos, Kommentare hier sowieso, das macht das Ganze wunderbar lebendig. Und jetzt geht's endlich raus. Was für ein Wetter erwartet uns in Monaco? Ah, ist ja quasi jetzt live. Strahlender Sonnenschein am Sonntagmittag im Stade Louis II in Monaco. Danach schön an der Côte d'Azur entlang flanieren, aber nur wenn der Klassenerhalt steht. Dafür brauchen wir einen Unentschieden im vermeintlich letzten Spiel. Ja, da verzockt er direkt den ersten Ball. Inter giftig. Ja, sehr schöner diagonaler Ball, der kommt wahnsinnig gut. Dira, die Flanke kommt auch gut und Handanovic mit dem ersten Ballkontakt. Mal schauen, wie sich die Umstellungen niederschlagen. Beide Joaos nicht da. Organisator der Abwehr und Organisator der Schaltbewegung, das Bindeglied. Beide Joaos extrem wichtig für die Balance. Darf man nicht unterschätzen. Und Monaco macht das bisher wahnsinnig unaufgeregt und gut. Tastet sich langsam Richtung Inter 16er, erster Schuss, erstes Tor. Klatscht das Ding an den Innenpfosten. Germain ist es. Der Inter schockt. Ja, gut zugestellt. Und gut durchgestopft. Und dann direkt trocken abgeschlossen. 1-0. Ja, da staune ich nicht schlecht. Genau, jetzt sofort nochmal stundenlang umstellen. Nee, hat sich wohl nur verklickt. Aber wir haben es eben gesagt. Hier auf 0-0 spielen. War eigentlich auch nicht der Plan. Jetzt können wir erst recht nicht mauern. Perisic wird gesucht, wird zugestellt. Und das fängt ja wunderbar an. Ah, gut gearbeitet, Kongobia. Wichtig, durchgesteckt Perisic. Na, wird geblockt. Und Monaco kann sich befreien. Kongobia wird gesucht, gewinnt den Zweikampf im zweiten Anlauf. Kandreva kann mal schießen. Ja. Zu hoch angesetzt der Schuss. Oh, früher Schock. 15 Minuten rum. Monaco versucht Fußball zu spielen. Oh. Ja. Bisher fehlt noch der Zugriff. Spielen die Monegassen gut und unaufgeregt, wie gesagt. Handanovic, langer Schlag. Icardi. Immer wieder gefordert, die zweiten Bälle zu holen. Da ist er mal. Mauro Icardi bleibt hängen. Monaco versucht aufzubauen. Kongobia. Jetzt muss Inter auch mal ein bisschen kurbeln, giftiger werden. Ach, der war dumm, wollte ich so nicht. Icardi sucht Perisic. Immer wieder diese grützigen hohen Bälle. Jetzt könnte er aber mal zu einer guten Szene führen. Perisic braucht zu lang mit dem Ball. Oh, Junge, spiel Fußball, ey. Immer dieses blöde kurz ausführen der Standards. Oh, Martins. Sucht da Banega im engen Zentrum. Und Monaco hat dann Platz zu kontern, wenn Inter schon anfängt, alles nach vorne zu schieben. Wieder guter Diagonalball. Brozovic passt auf, der war wichtig. Jetzt mal ein bisschen Platz für Candreva. Ja, spielt Monaco jetzt natürlich in die Karten. Und langer Hafer ist dann der Ersatzinnenverteidiger gefordert. Oh, abseits
Abseitsfalle, greift überhaupt nicht. Nächste Schusschance für den AS. Aus Monaco, Mendy verzieht da, Full Manual Style. Aber Monaco hat es im Griff. Inter tut sich schwer. Monaco bietet wenig Angriffsfläche. Jetzt vielleicht mal schieben über den Flügel. Candreva wird wieder abgeblockt. Banega. Lücke wird gesucht. Lücke wird gefunden. Banega, die erste Glanztat. Nachschussausgleich. Brozovic mit dem 1:1. Ganz wichtig. Boah. Ganz wichtig vor der Pause, damit es hier keine Zitterpartie wird. Das Ding auszugleichen, was ja reichen würde. Subasic kann nur klatschen lassen. Und Brozovic stopft ihn rein. Gut, das beruhigt die Nerven. Keiner will ein Endspiel. Aber Monaco bleibt unbeeindruckt. Bleibt unbeeindruckt. Gerade noch geblockt von Banega der Schuss. Da von der 16er Grenze. Aber der Anspruch muss auch sein, hier in Monaco zu gewinnen. Meine Herren. Ecke kommt. Gut an den Fünfer. Weg das Ding. Kein Risiko. Ja, hartes Pressing. Auch hier Monaco unaufgeregt. Die Lücke auf dem Flügel findend. Inter bereinigt. Versucht selbst wieder zu schalten. Ja, der war wichtig. Oh, Martins bleibt hängen. Ne, am Ende zu ungenau. Das macht Monaco momentan besser. Sehr unaufgeregtes Passspiel, wenn der Weg nach vorne versperrt ist. Gerne auch mal hinten rum. Inter da. Ein bisschen gieriger. Immer sofort mit dem Blick nach vorne. Vertikal spielen. Wie Yogi Löw das immer gerne haben möchte. Perisic. Icardi presst gut nach. Versucht das Ding ins Zentrum zu bringen und scharf zu machen. Findet wieder kein Abnehmer und das war's. Boah. Ja, mühsame Partie. Ich glaube, kein Leckerbissen, beileibe nicht. Hier im Start Louis Deux. Man merkt, für beide Mannschaften geht es um viel. Jawohl. Kann man so sagen. So, auf in die zweite Halbzeit. Inter von links nach rechts in schwarz-blauer Kleidung. Wäre mit diesem Ergebnis durch. Kein Grund also, alles nach vorne zu werfen, aber so ein Sieg wäre schon was Feines zum Abschluss. Falcao, bisher blass. Sucht die Ra. Zu ungenau der Ball. Oh, Brozovic braucht zu lange. Kongobia, Fuß dazwischen. Medel, ungenau. Monaco wird auch immer wieder geblockt. Ja, neutralisieren Deluxe. Jetzt aber vielleicht mal. Schaltbewegung. Ja, da ist Platz für Perisic. Vielleicht bisher sein blassestes Spiel. Einfach mal drauf, Perisic. Hui, visiert dann den langen Winkel an, der Kroate. Drei Tore für ihn im Stream bislang. Ja, jetzt können wir unten schön am Radar gucken. Na, willst du irgendeinen bringen fürs Kurze? Ne. Schön den kurzen Abschlag verhindert. Aber dann ist hinten keine Zuordnung. Und dann ist wieder unsauber gespielt. Ja, Icardi zwischen den Linien gesucht, gefunden. Abpraller zu Perisic. Ungenau, Ball wieder weg. Ja, mühsame Kiste bislang. Kriegen wir Monaco bestraft? Nein.
Oh, der könnte jetzt aber wehtun. Katastrophenball im Aufbau. Martins läuft ins Aus. Oh. Wie ich es nicht gebacken bekomme, Monaco da zu bestrafen für das immer währende Kurzpassspielen. Ja, Kopfballduell findet keinen Sieger und dann unsauber Einwurf Inter. Ja, Icardi gesucht. Icardi holt den runter. Kann sich aber nicht so ganz befreien, aber irgendwo landet der Ball dann doch bei Inter. Candreva wieder geblockt. Ist das eine zähe Partie? Nichts zum Abfeiern. Brozovic, jawohl, hoher Ball. Icardi macht ihn vielleicht nochmal scharf. Nein. Kommt aus dem Abseits geschlichen. Wieder der Versuch, kurz zu spielen. Da muss ich immer wachsam sein, um ihm diese Möglichkeit wegzunehmen. Jetzt bestrafen, das wär's doch jetzt mal. Martins kriegt den Fuß am Ende nicht an den Ball, um da eine Chance draus zu kreieren. Oh, und plötzlich. Plötzlich ist Platz für Monaco da. Und plötzlich fällt's 2-1. Ja, natürlich. Klar fällt so das Tor. Klar fällt so das Traumtor. Dira schießt das Tor des Sonntags. Natürlich. Ja, zack. Wunderbar. Inter ist wieder gefordert. Inter ist wieder gefordert. Perisic, klar, kein Foul. Nochmal durchstecken. Ungenau. Da war mal ein bisschen Platz für Icardi. Ah, Monaco will wechseln. Wollen das Spiel noch mehr verschleppen. Und Inter muss noch mehr kurbeln. Banega. Candreva. Schwer zu sehen. Subasic wieder mit dem Abpraller. Perisic fehlt einen Schritt. Ecke. Na, wunderbar. Was haben wir? 70. Ja, da macht Sinn, mal zu schauen. Wer ist müde? Martins wie immer. Jetzt bringen wir mal Palacio. Biabiani wie immer. Kongobia, super Typ. Und auf der Position habe ich leider keine Option. Ne, die 6 steht. Die 6 steht. Ja, haben wir für Banega noch einen? Ne. Ansonsten alle traurig, schlecht drauf. Ansaldi. Wäre der eine Option? Nicht wirklich. Ne, dann bleibt es bei 2 Wechseln. Gucken wir mal, was der AS Monaco sich da jetzt aufs Feld zaubert. Wie defensiv kann es noch werden? Ecke kommt. Biabiani tritt sie. Na super. Sucht Banega. Der spielt das Ding gut rein. Oh. Kommt durch der Ball auf Sidibe. Sidibe bleibt heiß. Sidibe oder Handanovic. Handanovic ist den Schritt schneller. Wichtig. Inter jetzt schon mit alles oder nichts, wie es scheint. Oh, und dann darf aber im Aufbau sowas nicht passieren. Oh, was ist denn das? Was ist denn das für Zweikampfverhalten von Murillo? Lässt sich da überlaufen nach krassem Stellungsfehler. Ja, was ist das für ein Stellungsfehler? Mann, Mann, Mann. Ecke kommt. Direkt an den Fünfer geschlagen. Wo ist Handanovic da? Jetzt vielleicht mal die Chance zu schalten. Kongobia. Wird geblockt. Palacio. Erster Ballkontakt von Neumann.
Direkt mal durchstopfen. Subasic, kompromisslos. Noch knapp 10 Minuten. Offensiver kann Inter nicht mehr stellen, so viel sehe ich. Langer Schlag. Handanovic, gib ihm. Und weiter Hafer, jawoll. Jetzt brauchen wir die zweiten Bälle von Icardi mehr denn je. Fuß drauf. Oh, Handanovic. Den kann man auch anders lösen. Perisic. Ja, den kriegt er dann doch noch. Perisic im 16er. Abgelaufen von Fabinho. Und Monaco natürlich jetzt auch nur noch mit hoch und weit. Ja, gut durchgelaufen von Biabiani. Der hat noch die Kraft. Flanke kommt. Icardi kommt nicht ran. Szene bleibt heiß. Perisic wird da übersprungen. Dafür gibt es natürlich keinen Elfmeter. Bernardo Silva. Ja, das ist die Zeit. Ja, da hat die Zeit. Das muss doch reichen für den AS. Tor ist frei. Ja, warum? Ich hab doch gedrückt. Na, hallo, was ist denn das für ein Witz? Leck mich am Arsch, ey. Klassiker, ich hab doch gedrückt. Ja, sauber. Und dann geht das Ding in die Binsen. Gegen einen Gegner. Boah, nee. Das musste nicht sein. Und wir haben das Endspiel. Ja, herrliche Scheiße. Sauber. Wir haben das Endspiel, was wir nicht haben wollten. Ja, auch mein Kater ist ungehalten. Boah, übel. Ganz übel. So ein Grützspiel. Nee. Aber auch nicht gut gespielt, seien wir ehrlich. Wollen wir uns nichts vormachen. Das war offensiv zu hektisch, zu ungenau. Und es bleibt dabei, ein Unentschieden muss her im letzten Spiel, mindestens. Ach du Schande. Ja. Ah, Pes Muppet. Schönen guten Tag. Ah. Ja, Endspiel. So, und wir haben einen Gegner. Ah, Muff Holmes möchte mir den Klassenerhalt versauen. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Das Rückspiel etwas verzögert. Ist es wieder der BVB? Oh, FC Barcelona. Jetzt will er es mir aber richtig, richtig heimzahlen. Der FC Barcelona gastiert bei Inter Mailand. Das waren mal große internationale Spiele. Wenigstens ist meine Joao-Stütze wieder einsatzfähig. Das passt soweit. Trikots, na, da geht doch bestimmt was Besseres. Ja, so auf gar keinen Fall. Ja, ja. Ne, machen wir es doch so, oder? Barca in klassisch gegen Inter Mailand in weiß. So können wir es spielen. Da bin ich ja mal gespannt jetzt. Das grandiose Barca, letztens noch letztens noch PSG, das 4-0 aus dem Hinspiel entrissen. Ich glaube, jeder hat es gesehen, jeder weiß es, jeder hat es mitbekommen. Man konnte sich nicht entziehen. MSN vorne nehme ich mal ganz stark an, oder? Ich sehe Messi, ich sehe Neymar, ich sehe den falschen Suarez, oho.
Kein Luis Suarez im Sturmzentrum, was da los? Jawohl, Forza Inter, Hala Madrid, genau, alles gegen den FCB. So, und jetzt bloß nicht verlieren. Bloß nicht verlieren. Dann wären wir auf einmal in Division 7, wo wir irgendwie vor einer Handvoll Streams noch mit einem Tor an Division 4 gekratzt haben. Meine Herren, Giuseppe Meazza lässt grüßen, eine der größten Fußballstätten. Beherbergt dieses Duell der internationalen Großmächte. Mal gucken, was hier fußballerisch geht. Nach unnötiger Niederlage im Fürstentum in Monaco jetzt gegen den vielleicht schwersten Gegner das Unentschieden holen müssen. Selbst schuld. Medel, diagonaler Hafer auf Candreva. Ja, der guckt sich den Ball sekundenlang an, um ihn dann einfach nicht zu verarbeiten. Sehr gut. Ja, Platz auf rechts, ungenau gespielt. Chance vertan. Immer wieder schöner diagonaler Hafer auf Candreva oder Perisic. Sehr schön. Heute kommt es auf den Kroaten wieder an. Nimmt Martins mit. Ja, der mogelt sich vorbei. Icardi wird geblockt. Martins wird auch geblockt. Es dürfte Ecke geben. Ach, der heißt Eder. Der ist das. Eder Martins. E. Martins ist Eder. Wieder was gelernt im letzten Spiel. Den Namen, der kommt mir dann schon bekannter vor. Nicht der portugiesische Europameister, aber ein Eder Martins kommt mir irgendwo bekannt vor. Ecke geblockt. Ecken sowieso nicht so das Mittel vom Gefühl her bei PES. Chance bleibt aber heiß. Candreva, der kommt. Icardi verliert den Ball. Spätestens jetzt haben wir Kontermöglichkeit Barça, aber nicht mit Kongobia. Auch ein wichtiger Mann im heutigen Stream. Schöner Doppelpass. Perisic. Kein Abschluss. Fuß dazwischen. So, da ist er wieder. Kongobia. Der ist wichtig. Sehr gut. Ja, gut gelöst. Kommt Inter Mailand vielleicht besser? So ein spielerischer Gegner. Traumpass von, ich glaube, Medel war es. Oh. Eigentlich gut befreit von Barca. Oh, schöner Antritt von Eder. Hoher Steilpass ins Nichts. Medel ist da. Und Handanovic. Auch kompromisslos. Und Perisic schon wieder auf der Reise. Laufduell mit Piqué, das dürfte er gewinnen. Ball kommt sofort in die Mitte. Ter Stegen passt auf. Zu nah vors Tor geschlagen. Und João Mario, wichtig auch, dass er zurückkehrt als Bindeglied zwischen Offensive und Defensive. Schaltspieler, wie man immer so schön sagt. Icardi wird da hart rangenommen. Aber die Szene bleibt bestehen. Martins. Jetzt vielleicht auf dem zweiten Pfosten Perisic. Das Kopfballduell findet keinen Sieger und der Ball geht nicht ins Aus. Piqué gefordert. Aber die Kontermöglichkeit auch wieder zunichte. Jetzt wieder klein, bisschen Platz auf rechts. Rafinha kommt da nicht hinterher. Perisic, die Flanke kommt gut. Icardi versucht das Ding zu verlängern. Candreva, Abschluss, Ter Stegen. Und dann klatscht das Ding Piqué vor die Füße. Und der verhindert den Einschlag. Oh. Halbe Stunde rum, interaktiver. Perisic. Nimmt das Ding direkt, Ter Stegen. Ja, die Bemühungen sind da, hier das Spiel nicht unentschieden zu gestalten, sondern erfolgreich. Und Barca sucht noch ein wenig die Ordnung. Sehr schön. Der ist wichtig. Ja, gestrecktes Bein lässt er laufen. Strittig, egal. Martins. Flanke kommt gut. Banega, der kennt den FC Barcelona ja sehr gut. Vorher bei Valencia gespielt.
und João Mario harmlos. Oh, mit ein bisschen Glück titscht der Ball da. Oh, vor die Füße und dann Neymar. Erster gefährlicher Abschluss des Brasilianers. Ecke Barça. Messi wird sie treten. Kommt gut auf den Elfmeter. Punkt. 1-0. Ja, schön mit der Brust. Kann er das Ding reinlegen. Hatte sich nicht abgezeichnet, sagt man da, glaube ich, gerne. Perisic, ui, war eng, aber gut gelöst vom Kroaten. Und dann wird sofort wieder geschaltet. Perisic. Da ist ein bisschen Platz. Nicht genug Platz, um da mal in den Abschluss zu kommen. Szene bleibt heiß. Schöner Ball auf Eder. Eder! Wieder nicht. Auch wieder wichtig. Ja, den Zweikampf darf man da nicht verlieren. Barca hat da nämlich Platz auf rechts. Ganz viel Platz sogar. Neymar geblockt. Ja, gut den Fuß rein. Und dann pfeift der Schiedsrichter äußerst pünktlich ab. 0-1. Stand jetzt Abstieg. Alles spricht für Inter, die Passwerte ein bisschen häufiger aufs Tor gezimmert, aber am Ende zählt nur das Ergebnis, was ganz oben steht. Der Gast aus Barcelona führt im Giuseppe Meazza. Ja. Erster Fehlpass und sofort wird wieder gekurbelt. Aber Piqué mit all seiner Routine lässt da nicht zu über den Flügel. Muss da oft genug ausweichen. Und etwa einen Perisic einbremsen. Kongobia. Oh. Ah, Barça. Kombiniert sich da gefällig in den 16er. Nächste Großchance Neymar. Hilft alles nichts. Inter braucht ein Tor. Oh, da war Icardi gut gestartet. Am Ende ist der Fuß wieder dazwischen. Sehr wichtig, dass Rafinha da mitspielt. Eder. Icardi. Ja. Immer wieder das Anrennen. Jetzt muss der Ball kommen. Da ist der Ball und da ist der Ausgleich. Und da ist das erste Tor von Capitano, von Mauro Icardi. Da sehen wir mal 4-5 Nerazzurri pressen. Und das ist beileibe nicht unverdient in dieser Phase. Über das ganze Spiel gesehen sowieso nicht. Inter will es wissen oder wollte es wissen. Da ist Platz für Icardi, immer beweglich. Ja, Eder. Da wollte ich eigentlich sagen, die Szene verzockt da. Banega. Kongobia wieder dran. Den darf er jetzt aber nicht verzocken. Ja, Körper dazwischen. Erstmal Ruhe reinbringen. Keine unnötigen Kontermöglichkeiten für Barca zulassen. Die Nervosität ist spürbar. Schöner diagonaler Ball. Eder macht den heiß auf Candreva. Da wird es dann sofort eng. Aber gut nachgearbeitet. Und trotzdem rutscht er bei Kongobia durch. Und wir haben auf einmal 3 auf 3. Aber Neymar zu ungenau. Oh, mit Ansage. Oh, jetzt hat sich Barca mal festgesetzt. Banega, der wäre wichtig, den mal rauszubringen. Barca erhöht die Schlagzahl. Neymar auf links.
Haken, Querpass, ungenau, wird aber sofort nachgepresst. Raus die Murmel. Oh. Ja, wenn sich Barca da einmal festspielt, kann es nur unangenehm werden. Neymar verliert den Zweikampf da zumindest nicht im Luftkampf. Das traut man dem schmächtigen Brasilianer gar nicht zu. Medel, südamerikanisches Duell da. Chile gegen Brasilien. Und jetzt können wir den vielleicht mal schlagen. Jawohl. Barca wird dominanter. Die wollen das Ding jetzt holen. Neymar, jawohl, da ist die Lücke. Messi. Nochmal so ein Abpraller-Ding. Diesmal das glückliche Ende für die Defensive von Inter. Aber vielleicht können sie jetzt auch mal schalten. Perisic auf Icardi. Zu ungenau. Ja, die Spannung ist zu greifen hier. Barca kurbelt. Spielt aber Inter vielleicht auch in die Karten, jetzt da vielleicht mal einen Konter zu setzen. Wieder Platz für Neymar. Immer schlechter zu kontrollieren. Flachpass abgefangen. Und jetzt vielleicht mal abgehen da. Icardi. Nee, ins Nichts. Zeit für einen Wechsel. Boah, ist das spannend, Freunde. Könnt ihr das spüren hier? Oh, ist das spannend. Junge, Junge, Junge. So, die üblichen Dreierwechsel, Fragezeichen. Ja, Eder hat sich aufgerieben, der ist müde. Vielleicht den Bibiani mal vorne reinwerfen. Machen wir doch mal. Schnell einen Konterstürmer. So, und für viele andere habe ich eigentlich keine Alternative. So einfach ist das. Brozovic, ja, der übliche Wechsel auf der 8. Hinten, der ist müde, keine Frage. Gucken wir mal. Andreoli, ist der wenigstens schnell? Ne, der ist langsam, kann ich mir nicht leisten. So, habe ich noch einen für links draußen. Ah, Ansaldi. Der denkt defensiver. Machen wir auch. So, Dreierwechsel wie gehabt. 15 virtuelle Minuten haben wir noch zu gehen. Oh, unnötig. Unnötig. Den Ball kann man runterholen. Neymar. Der wird rausgeköpft, aber da ist keiner mehr. Wo ist die Balance? Kongobia wird immer weiter hinten benötigt. Und langer Hafer. Keine Gefangenen nehmen. Jetzt vielleicht mal die Schaltmöglichkeit. Icardi. Nein, Mascherano passt auf. Natürlich passt er auf. Langer Ball. Ja, Alex Vidal wird da gar nicht erst aufgenommen. Mit ein bisschen Glück. Kann sich Barca wieder aufbauen. Der Fehler war aber sowas von unnötig. Oh, 85. Ter Stegen, langer Hafer. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit für Inter da nach vorne einen Akzent zu setzen. Und weg der Ball. Auch Barca versucht wüst nach vorne zu spielen. Beide haben keine Struktur mehr. Die Müdigkeit setzt ein. Jetzt müssen wir hier nochmal den Konterstürmer wechseln. Perisic soll gefälligst defensiv arbeiten. Biabiani ist der Mann für die schnellen, langen Bälle fürs Umschalten. Wenn da in die Richtung noch was gehen soll. Ja, schönes Zusammenspiel. Da ist der Mann. Da ist Biabiani, sprintet sich nochmal frei, die Flanke kommt, findet erstmal keinen Abnehmer, oh, Gewusel und Banega hat nochmal den freien Schuss, Tor für Inter. Das ist zumindest die Entscheidung für den Klassenerhalt, da lege ich mich fest. 2-1 für die Gastgeber. Wuhu! Hatte sich nicht angedeutet in der Phase. Ja, gegen Lionel Messi gewinnt er da den Pressball. Messi heute kein Faktor, das passt vielleicht ins Bild. Was der Argentinier heute abgegeben hat und dann war es das. Boah, was ein mühsames Spiel, Freunde, was ein mühsames Gekicke. Oh. Junge, 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 da war alles drin und vor allen Dingen Nervenkrampf. Ja, oh, jetzt erstmal wieder runterkommen. So, jetzt können wir uns das Ding vielleicht nochmal anschauen. Die Tore zum Ausklang, genau da war diese Ecke. Von einem schönen Tor brauchen wir hier nicht sprechen.
Und dann haben wir den Ausgleich kurz nach der Pause. Das war, glaube ich, ganz wichtig für die Nerven. Hier schön nachgearbeitet. Ja, da ist Piqué natürlich das ärmste Schwein, wie er den Ball da angespielt bekommt. Icardi kann sein erstes Tor erzielen, das Ding einfach nur reinschubsen unter Ter Stegen. Und dann nochmal Eva Banega. Wunderschönes Ding nach Pressball gegen Messi. Und jetzt schauen wir uns nochmal die letzte Tabelle an. Oh. Endstand also der aktuellen Division 6 Saison. Aufstieg klar verpasst. Aber das ist der wichtigste Bildschirm. So sind wir hier in den Stream gegangen, mit dem Wunsch zum Klassenerhalt auf dramatische Art und Weise geschafft. Von daher, ja, können wir ganz zufrieden aus dem Stream rausgehen. An dieser Stelle also danke, dass ihr alle dabei wart. Seid lieb im Chat zusammen, ne? Wir sind alle eine PES-Community. Wenn ich das jetzt hier nochmal so auf schmusig machen darf. Marv Holmes, gutes Spiel, schön, dass du dabei warst. Wir spielen uns ganz sicher wieder, bin ich mir fast ja, 100% sicher. Danke an dieser Stelle an allen fürs Zuschauen, ja? Lasst Abos da, um keinen Stream zu verpassen. Erstmal runterkommen. Also, bis zum nächsten Mal. Bleibt mir gewogen. Tschüss, ciao.